Rahu kann dir helfen zu erkennen, was deine Bestimmung ist, warum du dich hier inkarniert hast, was du tiefgreifender verstehen und erfahren willst. Rahu ist der obere Mondknoten und den findest du in deinem Geburtshoroskop. Und ich spreche heute von der vedischen Astrologie. Und wenn du weißt, in welchem der 12 Häuser des Tierkreiszeichens dein Rahu sitzt, dann wird dir heute dieses Video helfen können, deine Bestimmung besser verstehen zu können. Es gibt zwei Mondknotenpunkte in deinem Horoskop. Der eine nennt sich Rahu und der andere nennt sich Ketu. Über Ketu habe ich bereits ein Video gemacht. Und heute geht es um Rahu. Und wenn du beide Videos gesehen hast, dann verstehst du noch mehr, wo deine Bestimmung liegt. Weil es gibt immer zwei Aspekte. Das eine ist da, wo wir in die Extreme gehen und das andere, wo uns immer etwas fehlt. Und Ketu ist der Bereich, wo wir immer das Gefühl haben, da fehlt was. Da sind wir nicht wirklich vollständig. Und Rahu ist dieses Überschießende, dieses Extreme, wo wir in die Extreme gehen. Und beides haben wir uns sozusagen installiert in unserem Geburtshoroskop, in unserem Leben, in unserem Seelenplan, um genau diese beiden Punkte zu haben, wo wir auf der Suche sind. Weil unsere Bestimmung bedeutet immer, dass es etwas ist, wo wir uns erweitern wollen, wo wir ein größeres Verständnis haben wollen. Und dafür haben wir Rahu und Ketu. In der Mythologie gibt es eine schöne Geschichte über einen Drachen. Der Drachen wurde geköpft und hatte dann nur noch den Kopf und den Schwanz. Und genauso sind Rahu und Ketu auch. Rahu ist der obere Mondknoten und Ketu ist der untere Mondknoten. Sie stehen ohne Körper da. Sie können niemals wirklich vollständig sein. Und das bedeutet, wir sind dort ewig auf der Suche. Wenn du aber weißt, diese Suche ist nicht etwas, was schlimm ist, sondern was uns hilft, dass wir auch dieses Gefühl haben, wir möchten etwas erfahren, etwas lernen, etwas verstehen, zu wachsen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und jetzt spreche ich gleich über alle 12 Positionen, in denen Rahu sitzen kann in deinem eigenen Geburtshoroskop. Und wie kannst du jetzt wissen, wo dein Rahu sitzt, um dieses Video auch wirklich für dich nutzen zu können? Du brauchst als erstes ein vedisches Geburtschart. Wenn du magst, ich verlinke dir unter dem Video einen Chartrechner, wo du dir dieses Geburtschart errechnen lassen kannst, kostenlos. Ebenso habe ich einen Online-Workshop letzten Sonntag oder vor 2 Wochen gegeben, ich weiß schon gar nicht mehr. Und da gibt es eine Aufzeichnung, wo ich all das erkläre, wie man mit der vedischen Astrologie sein eigenes Geburtshoroskop lesen kann. Wenn dich das interessiert, verlinke ich das ebenso unten. Dort gab es auch die Möglichkeit, sich ein kostenloses Geburtschart erstellen zu lassen. Und dann schaust du auf dieses Symbol, das ich hier einblende. Dieses Symbol ist das Symbol für Rahu. Und du schaust in deinem Geburtshoroskop, da gibt es 12 Kästchen drauf, in welchem Kästchen Rahu sitzt. Dieses Kästchen ist beschriftet mit einer Nummer. Weil jedes dieser Kästchen ist eines deiner Häuser, der 12 Tierkreiszeichen. Und das bestimmt dann über die Bedeutung, die Rahu hat. Weil jedes Haus, jedes Tierkreiszeichen Haus, das finden wir auch in den Sternen. Im Sternenhimmel ist ein bestimmter energetischer Raum, wo bestimmte Erfahrungen möglich sind. Und daraus kannst du lesen, was eben für dich und deine Bestimmung sozusagen du dir in die Sterne geschrieben hast. Hast du Rahu in deinem ersten Haus? Dein erstes Haus, da geht es darum, wer du bist. Und mit Rahu im ersten Haus hast du dir schon ein extremes und intensives Thema in deinen Lebensplan, in deinen Seelenplan geschrieben. Ein intensives, ein extremes Leben. Aber wir machen das, um eben zu lernen und Erfahrungen zu machen. Viele Dinge werden in deinem Leben unplanmäßig laufen, anders als du es geplant hast. Das bringt Rahu mit ins Spiel. Ebenso kann es sein, du bist besonders
robust, du bist besonders groß und dein Fokus liegt immer auf der materiellen Welt und auf das Thema Geld, weil Rahu hat eben ganz stark diesen Fokus auf materiellen Dinge. Hast du Rahu in deinem zweiten Haus? Das zweite Haus steht auch für Finanzen, es steht für unsere frühe Kindheit und es steht auch für unsere Sprache und für den ganzen Bereich, wie wir Dinge aufnehmen. Und das bedeutet, du hast vielleicht ein chaotisches Zuhause gehabt, eine extreme Kindheit gehabt, eine extrem schwierige Zeit in deiner Kindheit gehabt. Deine Eltern haben sich vielleicht scheiden lassen oder sie haben sich getrennt und sie haben viele Schimpfwörter benutzt oder zum Beispiel es gab sogar vielleicht häusliche Gewalt. Überall, wo dieses extreme Überschießende an Reaktion möglich ist, ist es eben in diesem Bereich der Häuser dann auch zu finden. Diese Extreme kann damit zu tun haben, dass du extrem gerne isst, extrem viel isst, dass du extrem gerne Alkohol trinkst, dass du extrem gerne rauchst und das führt zu Süchten und Suchtverhalten. Das ist möglich. Dass es auch Schwierigkeiten gab, vor allem in Bezug auf Geld in deiner Kindheit, dass mal extrem wenig Geld da war, dass du diese Erfahrungen gemacht hast. Oder extrem viel Geld und dann wieder extrem wenig Geld. Und wir schreiben uns diese Dinge in den Seelenplan, um sie wirklich dann auch zu meistern und zu verstehen, warum diese Süchte da sind. Wir wollen sie heilen. Darum geht es im Grunde. Es wirklich zu verstehen, warum wir diese Extreme erleben und sie dann zu heilen. Hast du Rahu in deinem dritten Haus? Beim dritten Haus geht es mit Rahu vor allem. Rahu steht für Technologie, für Computertechnik, für Software. Hast du vielleicht ein Faible für diese technische Welt, ein Verständnis, eine Leidenschaft und dich interessieren diese Dinge sehr, sehr stark? Das dritte Haus steht aber auch für das Thema des Lernens. Und mit Rahu im dritten Haus gibt es Schwierigkeiten mit dem Lernen. Hast selber Schwierigkeiten gehabt, Schwierigkeiten in der Schule gehabt, viele Schulwechsel gehabt, vielleicht Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen mit Lehrern gehabt, mit Mitschülern gehabt. All das kann Thema sein. Das dritte Haus steht auch für das Hören, für unsere Ohren, dass es dort Schwierigkeiten gibt. Und das dritte Haus steht für unsere Geschwistern, das bedeutet, dass wir vielleicht schwierige Beziehungen haben zu unseren Geschwistern, extrem schwierige, wo es viel Streit gibt, viel Aggression vielleicht gibt oder auch, dass du ein extrem schwieriges jüngeres Geschwister hast, weil das dritte Haus spricht auch vor allem vom allerjüngsten Geschwister. Und dass du auch ein Interesse hast am Ausland und an Ausländern, denn Rahu bringt dieser Aspekt, dieses Interesse an dem Fremden sozusagen mit. Hast du Rahu in deinem vierten Haus? Das vierte Haus steht zum einen auch ein Stück weit für unsere Familie, vor allem für unser Zuhause, für unsere Mutter, für das Thema Sicherheit. Und mit Rahu hast du dieses Gefühl nie gehabt, dass du sicher bist, dass du ein sicheres Zuhause hast, dass du eine extrem schwierige Mutter hast, die vielleicht unerwartet und extrem ist in ihrer Ausdrucksweise oder einfach ihr miteinander nicht kommunizieren könnt, ihr euch einfach nicht versteht. Vielleicht hast du sogar ganz früh das Elternhaus verlassen, weil es einfach immer Schwierigkeiten gab. Die Mutter, wie gesagt, vor allem im emotionalen Bereich, war sehr, sehr schwierig. Und du suchst in deinem Leben immer nach Sicherheit, vor allem eben über Geld, aber du suchst auch nach Liebe, du suchst nach dieser Sicherheit, vielleicht Liebe über Geld kaufen zu können. Das ist dir wichtig. Hast du Rahu in deinem fünften Haus? Das fünfte Haus spricht auch nochmal ganz stark über unsere mentalen Fähigkeiten. Und mit Rahu hast du vielleicht außergewöhnliche mentale Fähigkeiten, eine außergewöhnliche Intelligenz, eine außergewöhnliche Talente, weil du, das ist das dritte Haus vom dritten Haus und spricht vor allem eben, wie wir unsere Talente und unsere Gaben, unsere Kreativität einsetzen. Viele gute Sportler oder extreme Künstler, die gut sind, haben Rahu im fünften Haus oder oftmals auch im dritten Haus.
Und das zeigt, dass sie dort in diese Extreme gehen können, wo andere Menschen eben oftmals nicht gehen können. Und das bringt ihnen ihren Erfolg. Vielleicht, dass du auch super Ideen hast, Geschäftsideen, und dann die wirklich auch sehr gut verkaufen kannst. Beim fünften Haus geht es auch darum, wie du die Dinge dann verkaufen kannst. Das fünfte Haus steht auch für deine Kinder. Und mit Rahu im fünften Haus bedeutet das, es gibt vielleicht Schwierigkeiten mit deinen Kindern. Ihr versteht euch nicht wirklich. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Erziehungsstil. Da kommt ganz viel Aggression und ganz viel Reibungspotenzial ist dort da. Es kann auch bedeuten, du hast extreme Kinder, dass sie außergewöhnlich sind, dass sie ein Stück weit sich abgrenzen von anderen normalen Kindern. All das kann das bedeuten. Und das fünfte Haus steht auch dafür, dass du vielleicht extreme Denkprozesse in dir hast, dass du ständig dich mit irgendwelchen Ängsten und Sorgen beschäftigst, ständig hier im Kopf das Rad sich dreht und du nicht zur Ruhe kommst. Hast du Rahu im sechsten Haus? Das sechste Haus steht dafür, dass wir hier sind, um für andere Menschen zu arbeiten, anderen Menschen zu dienen. Der ganze Dienstleistungssektor gehört hier dazu. Und mit Rahu ist es dir extrem wichtig, zu dienen, zu helfen, ein guter Coach zu sein, ein guter Berater zu sein. Vor allem das sechste Haus, da geht es auch um Heilung, um Gesundheit, ein guter Arzt zu sein, eine gute Krankenschwester zu sein, ein guter Heiler zu sein. Die haben oftmals Rahu im sechsten Haus. Also da findest du schon ganz viel, das dir weiterhilft, zu verstehen, warum du hier auf der Erde bist. Mit Rahu im sechsten Haus kann es aber auch Schwierigkeiten geben. Du bist eben extrem. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, dass ihr euch nicht wirklich richtig versteht. Oder eben mit Arbeitskollegen, dass es Schwierigkeiten gibt. Und mit Rahu im sechsten Haus bist du immer auf der Suche, weil es geht um Gesundheit und Heilung. Du willst immer noch, du machst da vielleicht extreme Methoden, extreme Diäten, extreme Dinge, extrem viel Sport, um gesund zu bleiben. All das kann Ausdruck sein von Rahu im sechsten Haus. Hast du Rahu im siebten Haus? Beim siebten Haus geht es um unsere Partner. Unsere Ehepartner, unsere Geschäftspartner. Und mit Rahu bedeutet das, du hast extreme Partner, außergewöhnliche Partner, schwierige Partnerschaften, die du dir sozusagen in deinen Seelenplan geschrieben hast. Aber warum schreibst du dir das in den Seelenplan? Um es zu erkennen und zu verstehen. Und dafür kann uns die vedische Astrologie helfen, das zu transformieren. Indem wir es erkennen und verstehen, können wir es heilen. Bei Rahu geht es auch ganz, ganz stark darum, diese Dinge dann in die Heilung zu bringen. Rahu im siebten Haus bedeutet also extrem schwierige Partner. Vielleicht auch ein Partner, der nicht wirklich für dich da ist, der viel unterwegs ist, der extrem geschäftlich involviert ist und gar nicht viel Zeit hat für die Partnerschaft, der irgendwie immer weg ist. Oder du hast eben auch Schwierigkeiten mit deinem Geschäftspartner. Es gibt immer Reibungen, Probleme, ihr versteht euch nicht wirklich. Und es kann auch sein, dass du das Faible hast für einen ausländischen Partner, weil Rahu eben dieses Fremdländische ein Stück weit mit hineinbringt. Und natürlich vielleicht auch, dass du immer deinen Partner heilen willst, dass du diese Beziehung immer verbessern willst, dass du immer hier auf der Suche bist nach der noch besseren Partnerschaft. All das kann Rahu mit sich bringen. Hast du Rahu in deinem achten Haus? Das achte Haus, da geht es zum einen darüber, dass du Geld von anderen erhältst, durch andere erhältst, zum Beispiel einen Lotteriegewinn machst oder dass du eine Erbschaft machst, dass du zu extrem viel Geld von anderen über andere kommst oder dass du über deinen Ehepartner zu extrem viel Geld kommst, weil das achte Haus ist auch das zweite Haus vom siebten Haus und das ist die vedische Numerologie, die hier dahinter liegt, wo wir noch viel tiefgreifendere Deutungen machen können. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne an zu diesem online kostenlosen Workshop, den ich gehalten habe. Für diese Aufzeichnung kannst du anschauen. Da geht es darum, wie du so einen Geburtschart interpretieren kannst. Also im siebten Haus geht es um deine Partnerschaft und eben, dass du dort Themen heilen möchtest. Und ich war, glaube ich, schon beim achten Haus. Beim achten Haus geht es um Geld von anderen, das du erhältst
und eben vielleicht auch über den Ehepartner. Genau da war ich stehen geblieben. Und das achte Haus hat aber auch eben ganz stark damit zu tun, mit dem Thema von Leben und Tod und dieser Grenzbereich und dass wir auf der Suche sind, den Sinn des Lebens zu verstehen. Und mit Rahu im achten Haus bedeutet das, dass du dort in die Extreme gehst, extrem auf der Suche bist nach der Wahrheit, ungewöhnliche Wege gehst, extreme Wege gehst, vielleicht extrem fastest oder allein durch die Wüste läufst, um dich selbst zu erfahren, um tiefer zu verstehen, warum du hier bist. Du bist eben oftmals auf der Suche da und nutzt diese extreme, intensive oder außergewöhnliche Möglichkeiten, dich zu finden. Hast du Rahu in deinem neunten Haus, dann bedeutet das vielleicht, du hast einen schwierigen Vater, weil das neunte Haus steht für den Vater, eine schwierige Beziehung zum Vater. Oder du hast einen extremen Vater, einen extrem außergewöhnlichen Vater vielleicht. Und du möchtest vielleicht auch diese Beziehung in die Heilung bringen mit Rahu und bist dort ständig in diesem Prozess, dass du dort versuchst, eine gute Verbindung zu deinem Vater herzustellen. Das neunte Haus, da geht es auch um das Thema des Lernens und du suchst dort vielleicht einen extremen Lehrer, einen extremen Guru oder du bist ganz extrem in deinen Ansichten, religiösen Ansichten und lässt auch dort nicht zu, dass es andere Wahrheiten gibt, andere Wege, die man gehen kann. Aber im Grunde geht es dort auch darum zu lernen, dass du im Grunde diesen Lehrer und Guru im Außen irgendwann nicht mehr brauchst, sondern erkennst, dass du dein bester eigener Guru bist. Aber das sind die Prozesse, die wir eben dann lernen können. Hast du Rahu in deinem zehnten Haus? Das zehnte Haus, da geht es um deine Karriere, um deinen Erfolg. Und mit Rahu heißt das, du hast vielleicht eine extrem rasante Karriere. Du bist sehr, sehr schnell hast eine Spitzenposition erreicht. Und du bist vor allem auch sehr, sehr ehrgeizig. Du möchtest diesen Erfolg, weil Rahu immer ausgerichtet ist auf diesen materiellen Erfolg. Und du bist dort sehr, sehr ehrgeizig, Ziele zu erreichen. Und es kann auch sein, dass dir deine Mission extrem wichtig ist, dass du deine Mission leben willst mit Rahu. Oftmals ist es sogar ganz, ganz gut, dann dort selbstständig zu sein. Hast du Rahu in deinem elften Haus? Das elfte Haus spricht zum Beispiel von deinen Freunden. Und mit Rahu im elften Haus hast du besondere Freunde. Du hast vielleicht besonders machtvolle Freunde, besonders einflussreiche Freunde. Das elfte Haus steht auch für Gewinne. Und mit Rahu machst du vielleicht große Gewinne. Vielleicht auch über deine Karriere. All das ist möglich. Und es kann auch sein, das elfte Haus steht auch für das älteste Geschwister, dass du vielleicht ein ältestes Geschwister hast, das extrem ist, wo du Schwierigkeiten hast mit ihm, das so ein bisschen auch vielleicht überkontrollierend ist. All das ist möglich. Hast du Rahu in deinem zwölften Haus? Beim zwölften Haus geht es darum, zum einen, es ist das letzte Haus, spricht auch von einer Transformation und dass Dinge zu Ende gehen, vor allem eben auch die weltlichen Dinge zu ändern gehen. Und mit Rahu im zwölften Haus bedeutet das, du hast dort auch einen großen Konflikt, weil Rahu will immer festhalten an diesem Materiellen. Und das zwölfte Haus sagt, lass endlich los. Und mit Rahu kannst du dort extreme Ängste entwickeln, dass du die Dinge nicht loslassen willst, vor allem die materiellen Dinge, dass du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren in deinem Leben und eine extreme Anhaftung hast an diese irdische materielle Welt. Es kann auch sein, dass du mit Rahu im zwölften Haus, da geht es auch um den Schlaf, um diesen Übergang, um Träume, dass du extreme Träume hast, extreme Albträume hast, vielleicht sogar intensive Träume hast. Aber Rahu macht es dir vielleicht unter Umständen auch gar nicht möglich, dass du ruhig schlafen kannst, weil es so aufwühlend ist und du nicht wirklich Schlaf findest. Und oftmals haben auch Heiler entweder Rahu im sechsten Haus oder eine starke Betonung über Rahu im zwölften Haus. Extreme heilerische Fähigkeiten. Ebenso auch übrigens die Faszination für das Ausland, für Ausländer. Du arbeitest vielleicht in einem fremden Land oder mit fremden ausländischen Menschen. All das ist möglich.
Ja, ich hoffe, das konnte dir helfen, ein bisschen mehr über dich selbst zu erfahren und zu entdecken, wo du dieses Innere, diese Extreme in deinem Leben hast. Und wir haben diese Extreme, um etwas damit zu tun und zu lernen und selbst zu erfahren und ja, und mehr von unserem eigenen Potenzial zu entwickeln. Teile dieses Video gerne mit anderen Menschen, wenn du magst und dich dieser Online-Workshop interessiert, den ich gegeben habe. Das waren, glaube ich, 1,5 Stunden. Der Link ist hier unter dem Video, kannst du dir gerne noch anschauen. Alles Liebe, bis bald.